zwei Endgegner habe ich heute für dich parat. Ja, das erste ist die gefährliche Schwarzwurzel. Ja, kein Mensch weiß, wie man es zubereitet. Schau dir das Video an, du wirst es auf das Ende deiner Tage wissen. Und das zweite ist eine Sauce Hollandaise. Auch das ein ewiges Mysterium. Ja, wie das funktioniert in Kombination dazu noch mit einem Wütschinken, abgeleitet vom Klassiker aus dem Frühling, Spargel Hollandaise. Schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Schluss an. Das ist der Burner. Gut, ich würde sagen, wir starten gleich. Nie wieder Angst vor der ach so gefährlichen, gemeingefährlichen Schwarzwurzel. So schaut sie aus. Ist ein klassisches Wintergemüse. Scheiß sogar eine Bio-Schwarzwurzel. Ein Wintergemüse, das sich meiner Meinung nach in der Zubereitung ähnlich verhält wie der Spargel. Loch nicht, das hat miteinander gar nichts zu tun, das weiß ich. Ich sehe es in der Zubereitung allerdings wie weißen Spargel. Okay? Was das heißt, siehst du gleich, wenn ich zum Kochen starte. Vorweg, wenn du davor stehst, ja, und unsicher bist, dann kauf das gerne mal, okay, das Zeug. Das ist wirklich super. Was du beachten musst, ist die Dicke. Okay? Je dicker, deswegen erste Geschichte, die der Spargel eben auch hat. Je dicker der Spargel, desto besser ist er. Und so ist es bei der Schwarzwurzel auch. Je dicker das Teil ist, desto besser ist es. Ja? Meistens legen es bei den Verpackungen obendrauf die dicken und unten die dünnen. Du musst ein bisschen schauen, okay? Aber ich sage einmal, alles, was so in die Richtung daumendick geht, ist perfekt. Du brauchst ein bisschen ein weißes Wurzelgemüse. Du brauchst ein bisschen einen Wildschinken, weil das Gericht später dann heißen wird Schwarzwurzel mit Sauce Hollandaise und Wildschinken. Ja? Und du brauchst gute Eier, du brauchst eine Zitrone, du brauchst eine saugeile Butter, ja, Sauce Hollandaise, du brauchst die beste Butter, die man kaufen kann. Du brauchst ein bisschen Deko-Grün, ja, also Kräuter für später dann und das war's. Das Ganze wird eine Vorspeise. Ja, wenn du jetzt eine Hauptspeise draus machen möchtest, kochst du einfach noch ein paar Kartoffeln dazu, das tue ich heute nicht. Bei mir wird es eine Vorspeise, okay? Ich habe so richtig Bock auf dieses Video gerade, weil das ist ein Video, wo ich weiß, dass ich dir richtig viel helfen werde, okay? Wenn du das Video likest, freut mich das nur mal mehr. Ja? Wenn du meinen Kanal abonnierst, freut mich das nur mal mehr. Vielleicht machst du es gleich, ja, dass wir es nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, starten wir. Das Erste, was wir dann ist, dass wir die Schwarzwurzel schälen. Ja? Und ähnlich wie bei der Artischocke hat die Schwarzwurzel das große Thema, ja, dass sie braun wird. Und handwerklich gesehen ist eine Schwarzwurzel besser, schöner verarbeitet, wenn sie zum Schluss immer noch schneeweiß bleibt. Dass das Ganze auch so sein wird, gehst her, nimmst du eine Zitrone, wird da ein bisschen Schalen auch schon reingeschüttet. Schau her, presst die Zitrone gut aus. Du hast da Wasser rein. Dann nimmst du eine Küchenrolle. Das muss ich mal ausziehen. Und beginnst die Schwarzwurzel zu schälen, okay? So weit, so unspektakulär. Messer oben etwas und unten abschneiden und den Teil baden wir jetzt hier in dem Zitronenwasser, okay? Küchenrolle drauflegen. Küchenrolle saugt sich voll und schützt die Schwarzwurzel, dass es nicht braun wird. So kannst du auch bitte über Nacht lagern, wenn du es am Vortag schälst. Und am nächsten Tag erst verkochst, machst du es bitte genauso, okay? In der 2, 3 oder auch 1 Sterne Gastronomie geht man her und schält die Schwarzwurzeln auf die gleiche Dicke. Das heißt, du nimmst eine Größe der Schwarzwurzel, ja, dann schälst das und wenn eine Schwarzwurzel dann ein bisschen dicker ist, dann schälst du es so lange weiter, bis die gleiche Größe hat, ja, damit alle gleichen Durchmesser sind, sagen wir alle wieder kleine Finger, okay? Das tun wir halt aber nicht. Eine Geschichte sage ich dir noch. Das ist so ein Grundsatz, den ich beim Kochen verfolge. Und zwar schau her, aus einer Sache und aus einem Gemüse gleich zwei oder drei Dinge machen. Und zwar mache ich mir da jetzt gleich Chips mit. Das geht mir rein, da lasse ich die Haut drauf. Schau her, dann nehme ich den Sparschäler und schäle quasi die Schwarzwurzel. Da schau, einfach in so Streifen. Und das werde ich mir dann noch separat in einem Topf frittieren. Schalt jetzt nicht aus, wenn du das daheim nicht machen möchtest und das Hirnschutz wie Hokuspokus ist, gell? Lass das. Ich muss das machen, ich kann sonst nicht schlafen. Diese Chips tun wir da in das Wasserbad, Zitronenbad. Und da gehen wir dann kurz vor Fertigstellung drauf ein, wie das funktioniert. So, das letzte.
Und auch die Optik, ja, also der weiße Spargel und die Schwarzwurzel sind sich auch wirklich sehr ähnlich. Ja. Und einen fatalen Anfängerfehler, den habe ich jetzt selber gerade begangen, okay? Bitte verzeih mir das. Und zwar, wenn du was mit so Hollandaise machst, das Erste, was du machst, bevor du irgendwas anderes tust, ist, dass du dich um die Butter kümmerst, okay? Wir holen das jetzt nach. Kauf die beste Butter, die es im Geschäft gibt. Wurscht, was es kostet. Wirklich, glaub mir's. Die Sauce Hollandaise lebt von ausgezeichneten Zutaten. Ei, Butter. Ja, Salz und ein bisschen Cayennepfeffer. Aber kauf die beste Butter. Das ist meine absolute Lieblingsbutter, die es bei uns in der Gegend zu kaufen gibt. Du hast in deiner Gegend sicher andere Hersteller. Und zwar schon her, wir machen die Sauce Hollandaise aus einem Eigelb nur. Das heißt, ich brauche um die 150 Gramm. Und die schneide ich mir jetzt einmal runter. Der ganze Block hat 250 Gramm. Das heißt, ungefähr ein Drittel. Schau her. Dann nimmst du eine Kasserolle, tust die Butter rein, nimmst die zweite Kasserolle und stößt es auf den Herd. So, glaub mir's, wenn du das immer so machst, wird da nichts passieren, okay? Die Temperatur, die da entsteht, ist niemals höher, als was die Temperatur, die ich beim Eigelbaufschlag später dann braucht, auch wirklich aushält, okay? Das ist ein super Trick. Die meisten Leute gehen nämlich her und stellen die Butter dann auf, wenn sie draufkommen, Spargel ist gekocht, ich muss jetzt Hollandaise machen, und kommen dann drauf, dass das nicht funktioniert, weil sie zum Kühlschrank laufen, das Backerl rausholen, Backerl ausbacken, das in den Topf schmeißen, es spritzt in alle Richtungen und dann versuchen sie Eigelb mit Butter irgendwie zu vermischen und dann haben sie diese Eierspeise in der Schüssel und dieser Hersteller in den blauen Verpackungen, der mit Tee anfängt und mit Omi aufhört, gewinnt wieder mal so richtig, okay, auf ganzer Linie. Das wird bei uns halt nicht der Fall. Ich habe übrigens ein ausführliches Sauce Hollandaise Rezept ebenfalls in meiner 6 Hausmannskost Tutorial Liste, ich verlinke dir das, schau dir das unbedingt da, da geht es richtig detailliert drum, das muss da halt reichen, okay. Gut, dann gehen wir weiter mit den Schwarzwurzeln und zwar, da kommt jetzt der Staudensellerie bzw. der Zwiebel ins Spiel. Ja, du kannst das einfach auf, du kannst Wasser aufkochen, kannst das blanchieren, also kurz überkochen kannst du das rausnehmen. Weiß ich, mache ich aber nicht, weil ich auf die Art und Weise der Meinung bin, bessere Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, ich heiz mir die Temperatur da mal vor, dann schäle ich mir eine Zwiebel. Das kannst du übrigens 1:1 mit dem Spargel auch so machen. Im Grunde kannst du das mit jedem beliebigen Gemüse machen, mit Karotten, mit, könntest du sogar mit Staudensellerie machen. Ein bisschen auch. Das tust du auf Zeiten. Das brauchen wir dann später noch mal zum Ausgarnieren. Dann schneide ich mir den Staudensellerie einfach in kleine Würfel. Und zwar wird das ein helles Mirepoix-Gemüse. Ja, das brauchst du für helle Soßenzubereitungen. Das ist nichts anderes als die Wurzelgemüse. Ja, ohne Karotten und ohne Sellerie mit Schale, sondern eher helles Ofenfett. Sonst war es ein dunkles Mirepoix-Gemüse oder ein klassisches. Wurscht. Auf jeden Fall schon her. Das kommt weg. Dann Zwiebeln halbieren. Schneide ich mir ebenfalls in Würfel. Ich mache hier kein Brunoise-Gemüse, sondern schneide das hier einfach in Würfel. Siehst du die Schwarzwurzel? Schau, die Schwarzwurzel behält die Farbe wunderbar, aber du siehst jetzt, dass die Dicke zwischen diesen zwei Stücken unterschiedlich ist. Das bedeutet, ich muss da jetzt ein bisschen dagegen oder dafür arbeiten. Das heißt, ich werde die dicken stellen. Also im Betrieb, wenn ich jetzt damit Michelinstern kochen möchte, dann würde ich die dünnen gar nicht kaufen, sondern nur einheitlich dicke kaufen und die alle, wie ich schon vorher gesagt habe, auf eine Stufe schälen. Ja, das mache ich da jetzt aber nicht. Das heißt, schau her, ich halbiere sie und das reicht mir schon. Ich halbiere sie, weil eine Hälfte wird circa gleich lange dauern wie diese dünneren Stücke, die da im Ganzen sind. So. Ich bin auch der Meinung, dass so ein Gemüse was kosten sollte. Also wenn du irgendwo ein Gericht liest auf der Speisekarte mit Schwarzwurzeln, Punkt, und dann kostet das Essen, weiß nicht, 6,90 € oder so. Es gibt echt nur Betriebe, die mit Essen um dieses Geld verkaufen, warum auch immer. Dann weißt du, dass diese eigentlich tolle Sorte wahrscheinlich aus der Dose kommt, weil du machst die Dosen auf und dann, ja, das darf ich halt nicht. Aber siehst du. Der Topf ist vorgeheizt, ich tue jetzt ein paar Tropfen Öl rein. Die zweitbeste Butter, die es im Geschäft zum Kaufen gibt, also die beste, ja, du nimmst dafür dein Butterbrot her. Und die zweitbeste dann schon zum Kochen.
Jetzt ist schon mal wichtig, dass das da hinter mir nicht braun wird. Ich muss jetzt eh schnell reden, damit das nicht passiert. Wenn das nämlich braun wird, wird deine Schwarzwurzel gackernbraun, also so hellbraun. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das hell bleibt. Beide Sachen da mal rein. Und heute nehme ich ausnahmsweise einen Wein zum Kochen her, aber nur weil eine Flasche über ist. Wir haben einen Besuch gehabt, der ist nicht ganz klar, und deswegen nehme ich den jetzt her. Und gieß einen Wein auf. Schau. Also ich gebe Lorbeer und Wacholder dazu. Sowie ein bisschen Salz und Pfeffer. Und ja, jetzt werden die ersten schreien. Jetzt redet er die ganze Zeit davor, dass das alles weiß bleiben muss. Und jetzt haut er da einen schwarzen Pfeffer rein. Ich hasse weißen Pfeffer. Das ist das Grausigste, was es gibt. Jetzt tut mir leid, ich nehme einen schwarzen Pfeffer her, okay? Ein bisschen Wasser und eine Knoblauchzehe, okay? Deckel drauf und so lassen wir das jetzt für 7 Minuten dünsten. Das machen wir jetzt. Also wir kochen quasi die Schwarzwurzel im eigenen Saft. Das kannst du mit dem Spargel auch probieren. Das kannst du mit Fenchel machen, mit Karotten, mit Staudensellerie. Das geht sogar mit roten Rüben. Das geht mit jedem Gemüse. So, in der Zwischenzeit nimmst du eine Schüssel her, eine kleine, und trennst dir eine kleine Reihe. Ja? Und da trenne ich mir jetzt ein Eigelb rein. Das Eiweiß gibt es zur Seite. Hat der jetzt echt gerade das Eiweiß getrunken? Ja, hat er. Ich mag das. Dann gibt es dazu die Menge, die du an Eigelb hast, circa an Weißwein. Warum ich keine Weißweinreduktion koche, erkläre ich dir in dem Video, das so soll und ist. Wie gesagt, ich verlinke es dir nur mal. Schau das an, das erkläre ich dir da jetzt nicht extra nochmal. Dann nehme ich mal den Saft einer halben Zitrone her, ein bisschen Salz und die stellen wir jetzt einmal so zur Seite, damit es dann später, wenn es wirklich losgeht, schnell geht, okay? Der Grund, warum ich nicht gern mit Alkohol generell und Wein mehr koche, ist, weil ich der Meinung bin, dass es heutzutage nicht mehr muss. Ja. Meistens bei den Rezepten, wo es um Wein in den Gerichten geht, geht es beim Rotwein um die Farbe und beim Weißwein um die Säure. Und damit ich eine Säure erzeuge, kann ich genauso Essigen arbeiten, mit Zitrusfrüchten arbeiten oder mit Säften von fermentiertem Gemüse. Mache ich im Betrieb zum Beispiel so. Fermentierter Spargel ergibt eine säuerliche Flüssigkeit, die nach Spargel schmeckt. Und wenn ich das zum Beispiel zum Aufschlagen der Sauce Hollandaise nehme und das zum Spargel dazu tue, dann passt das 10-mal besser wie der trockenste Weißwein aus dem Rheinland. Keine Ahnung, ist ja wurscht, ich sag's jetzt nur, okay? Und beim Rotwein ist vielleicht jetzt ein kleiner Seitenhieb. Wenn ich jetzt ein Gericht habe, wo ich dann irgendwas Bärenes noch dazu habe, einen Wildbraten mit einer Brombeersauce, ja, dann arbeite ich mit Brombeersaft, gebe ein bisschen Brombeeressig dazu und habe unterm Strich genau das gleiche, wenn nicht sogar ein besseres Ergebnis als im Rotwein abgieße. Und es ist einigermaßen günstiger. Ist eine Philosophiefrage. So, wir kümmern uns jetzt nebenbei noch mal kurz um die Schwarzwurzel-Chips. Küchenrolle. Schau, dann lege ich mal die Streifen da auf, das Trockentupfen, damit es später dann nicht so spritzt, wenn ich es in die Pfanne lege, okay? Dann nehme ich mein Plastikgefäß her, habe da ein bisschen Stärkepulver. Schau und wälze das jetzt, damit das schön ummantelt ist von der Stärke, weil das macht man das Ganze dann sauknusprig. Ja. Schau her. Snack, let me see some. You are the wifey type, baby. You could be one. Let me change your life. I could show you many reasons. Chips immer erst salzen, nachdem du es frittiert hast. Wenn du es vorher salzt, zieht das Salz aus dem Gemüsewasser und es dauert länger, bis es frittiert sind. Meine Meinung. Genau, wir checken jetzt gleich den Garpunkt und zwar machst du das mit entweder einem spitzen Messer oder sowas. Schauen wir, ob es durch ist. Wenn ich da reinstich, ist es noch holzig. Das heißt, ich tue den Deckel drauf, stelle die Zeit nochmal nach und dann sind wir gesamt bei ca. 14 Minuten, wo das ganz leise so dahin schmurgelt. Jetzt geht's zum Schinken. Damit es dem Vorbild von Spargel und das nahe kommt, habe ich jetzt einen Wildschinken gekauft. Ich spüle da die Bühne rein und den werde ich jetzt dünn aufschneiden und dann als Topping quasi auf das Gericht legen.
wie mit der Aufschnittmaschine. Ja, wenn die meine Messer interessieren, schau in die Beschreibung, findest den Link zu meiner Homepage. Da wird jedes meiner Messer beschrieben. Das ist das Yanagi-Messer jetzt gewesen. Eigentlich ein Sashimi- bzw. Tranchiermesser zum Wüchinken-Aufschneiden perfekt. Gut, so soll man das machen und dann richten wir schon. She pressure, know that I got you forever. Love her, she got it together. Switching it up when she won, yeah. I seen it the day that I met her. Rocking it off like sweater. Shoes, Bottega Veneta, hey, yeah. Know you got it, girl. Set the bar, then shot it, yeah, yeah. Slip it, slide it, yeah. Ain't tricking unless you got it, yeah. Can't break that bond, match the charms and the lens she wear. Everything done, we done did it and we took it there. Cause I seen you looking like a